Hey, ich möchte heute ein Video machen, ein sehr ehrliches, offenes Video, weil ich weiß, dass es einfach viele Menschen, viele gibt, die mit dem Thema zu tun haben oder immer wieder mal zu tun haben. Und zwar, du hast es ja schon angeklickt, das Thema, ich finde meinen Körper abstoßend. Ich hatte neulich wieder so einen Prozess damit. Das taucht immer mal wieder auf. Ich bin jetzt gerade in Thailand und schwimme sehr viel im Meer, habe viel Zeit, Körperarbeit zu machen, also Yoga, Shiatsu-Übungen mache ich da. Einfach das, was meinem Körper gut tut. Und hab ein sehr schönes Körpergefühl gehabt. Und habe auch so einen Monat lang gar nicht in einen Spiegel geschaut. Und konnte mich da so befreien von den alten Gedanken. Und dann kam der Moment, wo wir in ein neues Haus gezogen sind. Und da war ein Spiegel. Und ich habe reingeschaut nach einem Monat. Und da kam mal wieder der Satz, wie abstoßend ich meinen Körper finde. Und ich habe mich erschreckt über diesen Satz, weil mein Gefühl schon ein ganz anderes war. Und ich nehme das kurz vorweg. Die Gedanken, die Gefühle, die sind ja immateriell. Ja, die können sich viel leichter verändern als die Materie. Und dadurch kann ich schon ein ganz anderes Gefühl haben als das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, also die Materie. Und trotzdem kann ich mich dahin entwickeln. Ja, nur die Materie braucht etwas mehr Zeit. Und dann habe ich halt mich nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und bin auf einen ganz spannenden Gedanken gekommen, wie ich finde. Ich habe in meinem Leben sehr viel körperliche Gewalt und Übergriffigkeit erlebt. Erfahren. Und ich denke auch die Werbung, das, was wir im Fernsehen sehen, das, was wir auf den Plakaten sehen, ja, dieses Bild, was da, dieses Scheinbild, was da erzeugt wird, wie der perfekte Mensch, die perfekte Frau, der perfekte Mann auszusehen hat. Ich denke, das tut ihr Übriges, damit sich viele, viele Menschen unwohl fühlen in ihren Körpern. Und wir versuchen, irgendwelchen Idealen zu entsprechen, die mit Photoshop entstanden sind. Und dieses Wort abstoßend, das, was mir da gekommen ist, dass ich halt als ich diese Gewalt erfahren habe, diese Übergriffigkeit, ja, die Grenzüberschreitungen, da habe ich. Das war so schmerzhaft, dass ich diesen Teil abstoßen wollte. Ich wollte meinen Körper abstoßen, damit ich das nicht spüren muss, damit ich das nicht wahrnehme. Und deshalb kommt dann dieser Satz, ich finde mich abstoßend. Ja, weil ich einen Teil, weil ich diesen Körper abstoßen möchte. Und ja, das einfach zu realisieren, wo das herkommt, wo diese Sätze herkommen, ist ein total wesentlicher Punkt auf dem Weg daraus. Und auch dieser Schreck, als ich mich gesehen habe und dann dieser